Guten Abend. Guten Du, Abend. wie alt bist du? Du klingst ziemlich jung. Ich bin 16. 16, okay. Ja. Und, Und zwar wollte ja, ich worum geht's? eine Story in Anführungszeichen erzählen. Die geht nicht über mich, die geht über meine kleine Schwester. Also sie Okay. betrifft auch mich, aber hauptsächlich meine kleine Schwester. Wie alt ist deine kleine Schwester? Mittlerweile ist sie 13. Okay. Aber damals war sie 5. Und es war halt, wir waren halt damals noch sehr klein und wir waren mit unseren Eltern im Okidoki-Land. Und Was ist das? Das ist ein das ist Spiel. so ein Kinder-Indoor-Spielplatz so. Ah, okay, ja. Ja, genau. Und da haben wir halt ganz normal gespielt. Und dann ist hier halt jemand auf den Arm gesprungen, aus Versehen, weil was passieren kann. Und Sie ist dabei war jemandem halt auf den Arm gesprungen oder ihr ist jemand auf den Arm ihm, gesprungen? hier ist jemand auf den Arm gesprungen. Okay, Kann passieren, alles gut, ne? Der Arm war gebrochen und sie musste halt auch direkt ins Krankenhaus und so. Und dabei ist halt rausgekommen, dass es ein sehr komplizierter Bruch im linken Oberarm ist, der auch direkt operiert worden musste. Sie kam dann wieder aus dem OP. Und normalerweise hat man ja noch Schmerzmittel und so. Und sie hat halt trotzdem Schmerzen und niemand wusste warum. Dann wurde sie geröntgt und so weiter und so fort. Und dabei ist halt herausgekommen, dass der Arzt bei der OP einen Fehler gemacht hat und dabei die Hauptschlagader im Arm eingeklemmt worden ist zwischen den Knochen. Sie wurde auch Okay. direkt wieder in die OP geschickt, aber es war halt nicht mehr zu retten. Und dann ist sie in ein anderes Krankenhaus gekommen und da haben die weiter versucht, das zu retten. Da war ihr Arm auch ganz lange eingegipst und so. Das hat aber nicht geholfen, weil halt eben die Hauptschlagader dann halt eben beschädigt war. Und dann sind wir weiter in eine Uniklinik und da ist dann herausgekommen, dass ihr Arm amputiert werden muss. Ach, krass. Und zwar erst die Überlegung, ob die den kompletten Arm amputieren, das heißt bis zur Schulter. Da meine kleine Schwester damals aber so jung war, haben die gesagt, wir versuchen erstmal bis zum Ellenbogen, also dass der Ellenbogen noch erhalten bleibt, weil man da auch Prothesen besser dran machen kann und auch das Kind, weil sie war ja 5, damit dann besser handeln kann und so. Und dann haben die die OP gemacht. Es waren mehrere OPs und so. Und es ist zum Glück gut gegangen, aber sie hatte halt sehr, sehr lange sehr viel Schmerzen und sie war sehr lange auf der Intensivstation. Und dann war sie irgendwann auf der normalen Kinderstation. War aber trotzdem mit Bluttransfusionen und sowas verbunden, Wenn weil du es halt. sagst, es ist alles gut gelaufen, wurde ihr dann was amputiert oder Genau, nicht? der Unterarm wurde dann amputiert, Ja. ohne dass der Oberarm noch weiter abgestorben ist quasi. Ja. Genau, also es hat halt das Risiko war halt sehr groß, dass der Oberarm halt weiterhin abstirbt. Und deswegen war sie auch so lange auf der Intensivstation, um das halt zu beobachten. Okay, das ist aber nicht Und passiert. nee, das ist zum Glück nicht Zum Glück. passiert. Daraufhin ist sie dann halt auf die normale Kinderstation gekommen, musste halt trotzdem weiter, ihr Blut konnte halt noch nicht selbstständig durch den Arm laufen, weil das halt noch sehr kompliziert war. Das war halt, die mussten in der OP aus dem Bein, also aus dem Oberschenkel Haut entnehmen, weil die oben am Oberarm zu wenig Haut entnommen haben, also zu viel Haut entnommen haben und deswegen konnten die die Wunden nicht mehr schließen. Und das hat das halt alles sehr, sehr herausgezögert und so. Und Ui, ui, ui. ja, und dann sind wir irgendwann aus dem Krankenhaus gekommen. Also anders. Wir waren im Krankenhaus in der Uniklinik und es war halt etwas weiter weg von unserem eigentlichen Wohnort und deswegen haben wir halt so lange in einer Unterkunft gewohnt, die halt von der Uniklinik
quasi nicht finanziert wird, aber es hat halt jemand wie so ein kleines Hotel aufgemacht, wo halt die Leute, die da halt nicht mit in den Zimmern wohnen können, halt Angehörige da wohnen können so lange. Und da sind wir halt untergekommen und so. Und Für wie lange? irgendwann kam für 6 Monate. Oh, so lange. Ja, also das war halt wirklich sehr, sehr lange. Ach Und klar. ja, dann sind wir halt irgendwann, wurde sie dann halt aus dem Krankenhaus entlassen. Was noch dazu kommt, ist, zu der Zeit war meine Stiefmutter, also ist meine Halbschwester, meine Stiefmutter war währenddessen hochschwanger mit meinem kleinen Bruder. Das heißt, sie hat während der Zeit auch noch meinen kleinen Bruder bekommen. Mein Gott, Das da macht ist die ja Sache halt so viel süß. passiert bei euch. Genau, das ist Das reicht sehr, sehr erstmal. viel. Das ist sehr, sehr viel, was da passiert ist. Ja, und dann sind sie irgendwann wieder zurückgekommen und dann waren halt super viele Termine, die halt hintereinander anstanden. Aber mittlerweile ist alles gut, ihr geht's gut und so. Und sie kann auch alles mit dem Arm machen und sie macht auch alles mit dem Arm. Sie hat auch keine Hemmungen oder so. Man Und gewöhnt ja. sich auch dran, ne? Mit den Ja, Jahren, wenn also sie mit jetzt fünf. 13 ist, das ist ja dann 8 Jahre her, das ist eine Ja. ziemlich lange Zeit. Wie war das für Also mit dich? fünf. Also es war halt schon sehr erschreckend, weil es gab halt Zeiten, am Anfang wollte sie halt ihren eigenen Arm, also ihr Überblieb, Bleibselarm, ihr kleines, wir nennen es Ärmchen, halt nicht sehen. Und sie konnte es auch nicht sehen, immer wenn die Ärzte daran was gemacht haben oder so, hat sie halt Schwierig, ne? weggeguckt und oder sie hatte auch immer in ihrem Zimmer hatte sie immer eine Decke drüber, damit sie das halt nicht sehen muss und so. Und es ist halt sehr schwierig für uns gewesen, weil es halt auch sehr belastend war, weil wir halt nie wussten, ob es nicht nochmal einen Rückschlag gibt, ob nicht doch der Arm nochmal abstirbt und so. Und das war halt eine sehr schwierige Zeit. Ich meine, ich war damals 8, ich glaube 8, ja 8, ja. Verstehe ich. Wow. Da habt ihr einiges durchgemacht. Und wenn man sich jetzt mal so vorstellt, dass es alles nur passiert, weil es eigentlich ein in Anführungszeichen harmloser Armbruch war, ne? Weil da irgendwer Ja. draufgefallen ist beim Spielen. Ja. Was eigentlich erstmal so harmlos klingt, aber was das mit sich zog. Wenn jetzt der Arzt da etwas falsch gemacht hat bei der OP, hat der dann noch irgendwie Verantwortung übernommen? Habt ihr da irgendwas versucht? Weil das Wir ist ja dann leiten, quasi also Pfusch gewesen. genau. Unsere Eltern sind auch vor Gericht gezogen und so. Und er wurde auch in dem Krankenhaus gekündigt. Allerdings, was jetzt nicht so praktisch ist, dass er jetzt seine eigene Praxis in unserem Dorf hat, ist halt nicht ganz so okay. So, aber sonst eigentlich, ich glaube, wir haben auch ein bisschen, also halt Schadensersatz bekommen. Okay. Wie nennt man das? Ja. Schadensersatz? Ich Ja. glaube schon, ja. Ja, zumindest Ja. das, ne? Aber klar, das bringt den Arm natürlich auch nicht wieder. Aber Ja, gut, ich auf meine, jeden wenn sie Fall. jetzt mittlerweile klarkommt, dann ist das ja auch was. Ich meine, es ist jetzt nichts, womit man gar nicht mehr klarkommt. Das ist halt eine Ja. große Gewohnheitssache. Aber ich finde es Ja. sehr tapfer und sehr schön und du hast sie da wahrscheinlich auch unterstützt als große Schwester, oder? Ja, auf jeden Fall. Finde ich super. Ja, gut. Dann hoffen wir, dass nichts mehr passiert. Dass ihr alle Ja, sicher bleibt das wäre und ganz unpraktisch. meidet diesen Arzt vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Könnte besser sein. Oh je. Okay, vielen lieben Dank für den Anruf. Ich Ja, wünsche gerne. Ich habe zu euch danken. beiden alles, alles Gute und dir noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.